Hallo und herzlich willkommen, liebe Skyrim-Freunde. Mein Name ist Sirius und jetzt geht's weiter mit dem Let's Play zu Skyrim Dragonborn. Ja, gestern, falls ihr das Video gesehen haben solltet, habe ich ja mal einen kurzen Ausflug gemacht zu Tropical Skyrim, eine Mod, die ich relativ faszinierend finde und die auch noch wesentlich mehr Möglichkeiten beinhaltet, denn es gibt eine Menge, Add-ons quasi zu dem eigentlichen DLC, die nochmal Texturen aufspielen und, alles nochmal verschönern. Es gibt spezielle ENBs für diese Variante und so weiter und so fort. Und mal gucken, das habe ich ja im letzten Video schon angekündigt. Eventuell mache ich da noch ein bisschen was zu, aber ich habe mir gedacht, Dragonborn am PC wollen wir auch nicht zu sehr vernachlässigen. Beim letzten Mal haben wir irgendjemand hier erschlagen. Wollen wir mal gucken, was das so einfach war. Marsch der Toten. Ich habe General Falxcarius in der Ruine von Festung Frostmotte getötet. Und unser Ziel ist heute ganz einfach, Kirre zu Hauptmann, Wele zurück, und damit ist die Quest vermutlich dann auch beendet. Okay, da müssen wir hin. Und wo sind wir? Wir sind hier unten irgendwo, oder? Ah ja, da. Ich wollte eigentlich ins Schlumpfdorf rüber, ein bisschen was mit Nelob bequatschen. Wir machen aber jetzt trotzdem mal den Weg, hier so. Ihr kennt das ja. So, dann wollen wir mal. Mädels, seid ihr bereit? Los geht's. Ich hatte ursprünglich eigentlich vor, heute noch, kommt man hier durch? Ja. Eine weitere Mod zu zeigen und das, wie in den letzten Videos auch, so ein ganz klein bisschen mit in das Let's Play zu integrieren. Ich weiß zwar, dass eigenständige Mod-Shows, vermutlich bessere Klickzahlen und sowas bekommen werden. Aber ich habe gedacht, das ist auch für euch dann immer ganz interessant. Die treuen Zuschauer, die hier immer noch dabei sind, die einfach immer mal wieder mit irgendwelchen Dingen auf dem Laufenden zu halten. Und ich hatte mir eigentlich Fenrir ausgesucht. Das ist so ein Wolf. Lass ich mal gucken, ob ich das hier noch abgelegt habe. Naja, hier. Ich kann ihn mal eben herbeirufen. Aber, Entschuldigung, ich bin ein bisschen verschnupft mal wieder. Der Winter hat mal wieder hier in Nordrhein-Westfalen Einzug gehalten. Aber Fenrir ist echt unheimlich stark und ich glaube, man muss eine Quest vorher machen, damit er einem richtig folgt oder was, ich weiß nicht so genau. Ich hatte den nur mal so zu mir rüber gebeamt, das können wir jetzt gerne mal machen. Und da ist er. Fenrir. Ich mach mal, wow, er guckt ziemlich böse drein, oder? Ich mach mal eben Licht aus, dann leuchtet er vielleicht nicht so sehr. So, das kann man noch schöner sehen. Seht ihr das? Er hat auch so ein Tribal über dem Fell. Und er ist normalerweise ein Begleiter. Und ich habe mal versucht, ihn zu erschlagen. Und er ist immens stark. Also er tötet wirklich, oh! Ach, da kommt so eine Schabe. Ich habe gerade gedacht, warum greift er mich an? Also seid extrem vorsichtig. Wenn der in der Nähe ist, der bringt wirklich alles um, was sich nur bewegt. Also der ist, ehrlich gesagt, relativ overpowered. Ich hoffe mal, der greift da nicht gerade meine Begleitung an, sondern nur irgendwelche Schaben. Ja, scheint so. Weil der ruft nämlich dann auch direkt zu Kollegen hier, seine Wolfsmeute und sowas. Das ist der absolute Hammer. Also wenn ihr mal selber nicht weiter wisst, wie ihr irgendwas töten sollt, dann holt ihr euch mal den guten Fenrir herbei. Das kommt ja, glaube ich, auch so aus der nordischen Mythologie, oder? Sagt man das so? Und er kann auf jeden Fall auch ein Begleiter sein. Aber wenn ich jetzt hier auf Reden gehe, bekomme ich im Moment keine Option. Das mag daran liegen, weil ich diese Quest spielen muss. Also mal schauen, ob ich das mache. Wie gesagt, extrem böse, weil er halt auch so einen Frostzauber hat, der meines Erachtens schon ein bisschen zu stark ist. Also der Typ hier, der Wolf, bringt wirklich alles um. Jetzt weiß ich gerade nicht, wo meine Mädels mal wieder geblieben sind. Hatte ich denen gesagt, die sollen da unten parken oder was? Die sind mir beim letzten Mal schon irgendwie abhanden gekommen. Ich glaube, ich laufe mal eben rüber. Wir lassen mal Fenrir hier einfach in der Welt stehen. Und gut ist. Da muss ich jetzt außen rumlaufen oder was? Oh Mann, dieses Let's Play wurde Ihnen einmal wieder nicht vorbereitet, sondern dominiert durch Chaos und was weiß ich. Ihr seid das ja schon längst gewohnt. Ich glaube, mir wurde das auch mal so zugetragen, dass es manchen darum geht, dass ich hier einfach nur Mist baue. Wobei das ja nicht sein kann, denn ich bin ja der weltbeste Skyrim-Spieler, wie alle wissen. So. Wir brechen auf. Ja, folgt mir bitte. So, einmal. So, und du auch noch. Gehen wir. Kann das sein, dass ich den Wolf höre? Ach du Scheiße. Warum, hui, die Geister, die ich rief, werd ich nun nicht mehr los. Na egal, wenn der Wolf mitlaufen will, dann läuft der Wolf halt eben mit, wenn nicht, dann, ach Quatsch.
Einen leeren Aschehaufen durchsuchen ist so sinnlos wie sonst was. So. Da muss ich mal wieder ein bisschen vorsichtiger sein mit dieser Aussage, ich bin der beste Skyrim-Let's Player der Welt. Denn in den letzten Tagen habe ich mehrfach unter Videos gelesen, und zwar zum Dragonborn Let's Play auf der Xbox. Das habe ich ja bereits vor, ich glaube, vor 2 Monaten gespielt oder so. Und das hat auch wirklich wesentlich mehr Aufrufe, weil es halt damals ja ganz neu war und auch die PC-Leute und die PlayStation-Spieler und alle mal reingeguckt haben. Das hat so, keine Ahnung, 30, 40, 50.000 Views, so das erste Video. Und da wird dann immer mal wieder gesagt, ey, du hast überhaupt keine Ahnung und das Spiel ist gar nicht durchgespielt und was machst denn du da? Obwohl ich ja wirklich sage, hallo Fenrir, Mädels, nicht mit Fenrir anlegen, ist alles okay, der ist ganz brav. Ich weiß auch gar nicht, wieso habe ich jetzt 2 Fenrir? Ich habe da nur einen gerufen. Aber ich kann auch mit dem nicht... Ich lasse den mal einfach in dieser Welt rumlaufen. Mal gucken, was der hier so an Schaden anrichtet. Was ist denn hier los? Ein Verrückter. Was wollte ich gerade erzählen? Achso, ja, bei den Xbox-Let's Plays wurde mir auf jeden Fall gesagt, ich hätte keine Ahnung und so. Und muss ich da eigentlich jeden nochmal auf die PC-Gameplays oder auf die Mod-Shows verweisen? Mir wurde letztens auch gesagt, ey, dein Skyrim, das sieht so kacke aus, du verwendest nicht mal eine AMB. Ja. So viel dazu. Ich weiß Dinge. Versteckte Dinge. Dinge, die ihr nicht wissen solltet. Zum Beispiel? Wow, kommt mir nicht zu nah. Nee, jetzt mal langsam. Was weißt du? Ihr glaubt mir nicht. Niemand glaubt mir. Niemand will mir glauben. Ich will das auch nicht. Aber ich kann nicht anders. Sie sind in meinem Kopf. Was oder wer ist in eurem Kopf? Geheime, versteckte Dinge. Ich hau dir gleich meinen Kopf ein, dann gucken wir mal rein. Geheime Dinge? Ja. Das schwarze Buch. Es hat sie da reingeworfen. Mit schwarzen, dünnen Fingern. Meine Finger sind zu kurz. Ich bekomme sie nicht heraus. Wo habt ihr dieses schwarze Buch gefunden? Oh nein. Ich habe es nicht gefunden. Es hat mich gefunden. Hier. Ich zeige es euch. Schaut. Gleich dort. Aber geht nicht dorthin. Ihr wollt diese Stimme nicht in eurem Kopf. Das wollt ihr nicht. Das wollt ihr nicht. Greift der Wolf den an? Der Geister... Achso, der Geisterwolf könnte aber jetzt auch hier zu... Oder läuft Fenrir jetzt doch mit mir rum? Boah, was wir hier für eine Armee direkt wieder hier... Kritzeleien eines Rücken. Oh, das will ich mir angucken. Wie ihr jetzt sehen könnt, geht auch meine Menü wieder. Also wenn ihr wirklich alle meine Videos verfolgt, dann habt ihr gestern gesehen, dass das Menü von Tropical Skyrim nicht ging, weil jetzt die neue, ich glaube es ist 1.9 Skyrim-Version über Steam verfügbar ist. Das wird bei mir automatisch geladen. Und in dem Moment muss man auch dieses SKSE, ja, dieses Script-System, was ich hier benutze, dann... dementsprechend neu installieren. Wie ist denn das jetzt? Kritzelei irgendwie da. Ja, können wir uns das mal angucken, oder was? Geht in Rabenfels an Bord der Nordmaid, bringt sie nach Windhelm und beginnt mit eurer Suche. Tötet das falsche Drachenblut, bekannt als Geralt von Sirius, bevor er Solstheim erreicht. Kehrt mit der Nachricht eures Erfolges zurück, dann wird Mira'ak sich erkenntlich zeigen. Ja, so hat sich Sirius selber erkenntlich gezeigt. Redet bitte nicht zu oft von euch selber in der dritten Person, das wirkt irgendwie relativ seltsam. So, meine Lieben. Das ist ja eigentlich auch ein cooles Geschöpf, ne? Was? 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 Ich würde es begrüßen, wenn irgendein Modder da mal ein bisschen mehr Dialogoptionen oder was in Deutsch einfügt. Dieses ständige Was? Was? Da kommt man sich ja vor, ja, wie beim RTL Samstagnachmittags. Nee, in der Woche Nachmittag Hartz IV Fernsehen oder so. So, ja, schon ein ziemlicher Unterschied hier, meine Ascheinsel gegenüber gestern Tropical Skyrim.
Naja, egal. Was ist da drüben los? Da drüben ist irgendwas Buntes. Wir laufen immer irgendwo hin, wo es bunt ist. Ah, das ist ein Kampf. Kultisten, würde ich sagen. Warte, bevor wir weiterrennen, ich habe irgendwelche komische Magie ausgerüstet, glaube ich. Blitz, irgendwas mit Blitz habe ich dabei. Ich nehme ein bisschen Feuer. Jetzt nichts zu Starkes. Vielleicht Feuerball, weil es so schön explodiert. Einfach nur der Effekte wegen. Ja, also nicht jetzt kommen von wegen, das wäre viel besser gewesen und so. Das soll nur schön aussehen, sonst nichts. Wow, ruckelt das, ey. Was ist denn hier los? Cooler Kampf, ist der Wolf da? Wessen Wolf ist das hier? Ich glaube, es war nicht so eine coole Idee. Habt ihr gerade gemerkt, wie das geruckelt ist? Das ging hier. Jetzt habe ich 54 Frames und es ging gerade irgendwie auf 20 runter oder was? Habt ihr gemerkt, wie das gestockt hat? Vielleicht nicht so eine gute Idee, das habe ich zwischendurch nicht erwähnt, aber ich wollte das einfach mal ausprobieren. Beziehungsweise ich wollte das einfach machen. Und zwar installiere ich nebenbei gerade ein Spiel. Ja, also ich installiere gerade nebenbei, ich muss jetzt gucken, wie heißt es? Sniper 2 Ghost Warrior Limited Edition. Ein Spiel, bei dem man die Erwartungen eventuell nicht zu hoch schrauben sollte. Und das dauerte, obwohl ich die CD habe, stand so irgendwie so, ja, 17 Minuten. Und obwohl es auf eine SSD-Platte geladen wird, habe ich gedacht, ey, 17 Minuten, was machst du in der Zeit? Habe ich gedacht, haust du mal einfach Skyrim rein und guckst mal, ob die ganze Scheiße abbricht. Und bricht nicht ab, sondern lässt sich spielen. Aber in solchen Spektakelsituationen dann anscheinend ist es dann doch ein bisschen zu viel, ein Spiel zu installieren und gleichzeitig ein Spiel zu spielen und gleichzeitig ein Spiel zu kommentieren und gleichzeitig ein Spiel mit Fraps aufzunehmen. Also, ja. Entschuldigung. Entschuldigung fürs Ruckeln. Oder, ja, mir fällt jetzt gerade keine andere Ausrede ein. Entschuldigung. Achso, ich wollte mich nicht mehr so oft entschuldigen. Entschuldigung fürs Entschuldigen. Werter Mann, wo muss ich hin? Vergesst nicht, wer hier das Sagen hat. Ja, ich hab hier das Sagen, du Pflaume. Bumm. Welche Neuigkeiten bringt ihr von Festung Frostmotte? Geht hinüber zum spuckenden Netz. So, kurzer Cut an dieser Stelle. Nämlich meine Aufnahmefestplatte war voll. Sonst hat sich eigentlich nichts geändert. Ich musste das nur mal eben tauschen. Ich habe General Karius getötet, Hauptmann Velet. Es war bestimmt ein Untoter. Wie sonst hätte er über 200 Jahre alt werden können? Keine Ahnung. Was für eine Schande. Es gibt zahlreiche Geschichten über General Karius' Heldentaten. Darunter auch die Gründung von Rabenfels. Er wird der Aschenbrut auf jeden Fall keine Angriffe mehr auf Rabenfels befehlen. Ratsherr Morwein trug mir auf, euch dies zu geben, solltet ihr heil zurückkehren. Und ihr seid General Karius losgeworden. Besser als der Sold eines Soldaten. Ihr solltet dankbar sein. Ah, Gold. 10.000. Abgeschlossen, Marsch der Toten. Ja, 10.000, das ist ja nicht schlecht. Was tragt ihr da für eine... ungewöhnliche Rüstung, mein Freund. Ah, das ist eine Knochenrüstung. Recht eindrucksvoll, findet ihr nicht? Ja, ihr seht aus wie ein Käfer. Sie wird aus echten Knochen gefertigt, die mit einem harzähnlichen Material verstärkt und dann zu einem Panzer geformt werden. Wirklich toll. Sie mag spröde erscheinen, aber ich würde jede Wette eingehen, dass sie dem Hieb einer Waffe besser standhält als Eisen oder Stahl. Ich könnte das ausprobieren, wenn ihr wollt. Vielen Dank für eure Hilfe. Sie hat die Moral meiner Männer spürbar gestärkt. Das freut mich, Käfermann. Heute ruckelt's echt, ne? Was ist los? Ich sollte nichts installieren gleichzeitig. So, wollen wir noch ein bisschen rumlaufen? Wollen wir hier noch irgendwas? Was machen wir mit den 10.000 Gold? Können wir hier direkt auf den Kopf hauen oder was? Was gab es denn hier nochmal zu sehen? Ich wollte ja nach Nelor drüber, um dem noch ein bisschen auf den Sack zu gehen. Tja, waren wir schon mal da oben auf dieser komischen Mauer? Ich glaube nicht. Das wäre so eine Folge. Ja. Langeweile vertreiben mit Sirius.
Aus dem Weg, Käfermann. Jenseits des Bollwerks gibt es nichts außer wilden Mauern. Hier liegt aber auch viel Asche rum, oder? Hat hier das einer immer zu so Häufchen zusammengefegt eigentlich, oder was? Aussichtspunkt hier, ne? Also es ist ja echt schon eine kleine, schöne Welt. Also so wie sie aufgebaut ist von der... Von der Map-Gestaltung. Gehen wir aus dem Weg. Aber sie ist so trist. Ich weiß, sie muss so trist sein wegen der Asche, aber die der Vulkan da hinten ausspuckt. Aber trotzdem, irgendwie... Irgendwie ist es mir hier immer ein bisschen so zu fad. Wollen wir in das Tempelding mal reingehen? Vielleicht können wir das noch erledigen. Vielleicht kriegen wir da noch einen Job oder was. Ich glaube, da gab es auch irgendwas zu verprügeln, wenn mich nicht alles täuscht. Oder? Dumm, die dumm, die dumm. So. Was ist hier los? Jut, jut. Ihr ehrt das Regenerat mit euren Taten. Das wird nicht vergessen. Ja, ich bin ein wahrer Held. Seid ihr hier, um zu beten? Oder unserem Ahnengrab euren Respekt zu erweisen? Ich kann jetzt schlecht sagen, ich dachte, das wäre die Dönerbude. Also was sind die Ahnengräber? Dort begraben wir unsere Toten. Es sind heilige Stätten, mit denen wir ihr Dahinscheiden ehren. Leider konnten wir das Ahnengrab unter dem Tempel in letzter Zeit nicht benutzen, also mussten wir die Überreste an anderen Orten bestatten. Warum könnt ihr das Grab nicht betreten? Ich ahne es schon. Wegen der verfluchten Aschenbrut, diesen Abscheulichkeiten, die sich aus der Asche unserer Ahnen erhoben haben. Sie beschmutzen das Andenken an unsere Vorväter, indem sie ihre sterblichen Überreste entehren. Na okay, da könnte ich mich schon drum kümmern. Für ein bisschen Kohle, ein paar ordentliche Weiber. Da würde ich das Grab für euch säubern. Hab Dank, Fremdling. Das wäre wirklich sehr freundlich. Ja, so bin ich. Mit diesem Schlüssel sollte sich dessen Tür öffnen lassen. Dankeschön. Seid vorsichtig. Die Aschenbrut sind seelenlose Wesen, die kein Mitleid kennen. Hier ist noch so einer. Ey, du da. Ihr mögt alle getäuscht haben, aber ich weiß, was ihr hier wollt. Das Gold lockt euch wie ein Kadaver eine Ratte anlockt. Ja, und die Hühner, die Weiber, die Nutten, Mädels. Huh, nochmal Glück gehabt. Soll ich ihn mal durch die Luft fliegen lassen? Ich meine, das habe ich schon mal auf der Xbox gespielt. Kann das sein? Habt ihr das Xbox Let's Play gesehen? Einer der Aschländer, Ältester? Ihr wart einer der Arschländer? Habt ihr das gerade gehört? Das hörte sich wirklich so an, als hätte er gesagt, ihr seid einer der Arschländer, oder? Hier wohnen die, oder? Ja. Im fremden Bett schlafen? Ja. Wie sieht's denn aus, wenn demnächst eventuell noch ein dritter DLC für Skyrim erscheint? Also dieses Red... War das Red Guard? Rotwardone? Ja, oder? Wie wäre es, wenn das erscheint? Müssen wir das dann spielen, oder was? Auf der Xbox wieder? Oh, warum ist hier das Licht aus? Huh! Und Miria ist verschwunden. Guck mal, sie kann zaubern. Naja, ich würde sagen, an dieser Stelle, es war heute nicht so ein langer Part, sollte es aber, glaube ich, auch gar nicht werden. Ich würde sagen, bevor ich jetzt das Tempel-Ahnengrab aufschließe, oder soll ich noch reingehen? Komm, wir machen es mal zumindest noch auf. Dann würde ich sagen, geht's hier ganz einfach im nächsten Part dann weiter und hier werde ich furchtbar viele Aschenmonster töten. Ich werde das nicht alleine machen, ich habe Schlumpfine und Monchichi dabei und ja, gucken wir mal, wie das so laufen wird. Ich sage auf jeden Fall recht herzlichen Dank für euer Interesse, vielen Dank fürs Zuschauen, ich freue mich über irgendwelche Kritik, Anregungen, auch immer gerne mal eine Mod, die ich mit reinpacken kann, könnt ihr ruhig auch in die Tasten hauen, dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Video schon wieder. Bis dahin, haut rein!